Genau, so soll es ablaufen. Und was für uns natürlich besonders wichtig ist, ist auch Impuls, ja, um uns Impuls zu holen und uns auch als Grüne kritisch immer wieder in Frage zu stellen. Und wenn ihr sozusagen einen Blick schon geworfen habt in die Tagungszeitung, da ist ein Beitrag, der auch sehr kritisch mit Grünen auch ins Gericht geht, das was völlig in Ordnung ist, was wir auch wollen, nämlich von Ulrike Herrmann von der Taz, die dort wirtschaftspolitische Korrespondentin ist. Ganz herzlich willkommen, liebe Ulrike Herrmann, schön, dass Sie hier sind heute. Und sie ist eine sehr geschätzte Impulsgeberin, weil sie eben auch mit grüner Wirtschafts-, Umweltpolitik auch sehr, sehr kritisch ins Gericht geht. Und wir freuen uns ganz besonders, dass Sie sozusagen heute uns einen ersten Impuls liefern, in welche Richtung wir denken sollen. Ganz herzliches Dankeschön. Danke, wir freuen uns auf die Veranstaltung. Genau. Wir kommen da vorne, das sieht auch Wasser. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hören Sie mich alle? Ja, also ich und das Mikrofon sind keine guten Freunde. Wenn Sie das Gefühl haben, irgendwann, Sie hören mich nicht richtig, oder aber was Hamburger machen, ich bin aus Hamburg, dass ich die letzten Silben verschlucke, dann schreien Sie einfach rein, dass ich deutlicher sprechen soll. Ich habe nur 15 Minuten und in diesen 15 Minuten möchte ich gerne zwei Sachen machen. Zum einen ein paar grundlegende Aspekte thematisieren, zum anderen aber auch gleich das Thema der politischen Durchsetzbarkeit angehen. Und zwar zu zwei Themen. Das eine ist Fukushima und das andere ist die Eurokrise. Um mit Fukushima anzufangen, das Wunder war ja, dass es möglich war, einen Atomausstieg in einer einzigen Woche durchzuziehen, obwohl vorher die Laufzeiten gerade erst verlängert wurden. Das zeigt aus meiner Sicht, das ist wichtig, dass es tatsächlich ein Primat der Politik gibt. Oder besser, es gibt ein Primat der klaren Mehrheiten in Umfragen. Wenn Regierungsparteien klar ist, dass die Bevölkerung etwas will, und zwar mehrheitlich, und dass sie danach auch ihre Wahlentscheidung treffen würde, dann ist selbst ein Atomausstieg in einer Woche möglich. Was das heißt, es ist sogar möglich, große Energiekonzerne zu entmachten. Das ist die gute Nachricht. Die zweite gute Nachricht ist auch, wenn man ein bisschen parteiisch formuliert, Fukushima steht für eine Krise der Konservativen. Nicht ausgerechnet in Baden-Württemberg gibt es jetzt einen grünen Ministerpräsidenten, was aus meiner Sicht mittelfristig auch bedeutet, dass die CSU in Bayern ein Auslaufmodell ist. Zur Krise der Konservativen könnte man viel sagen. Es geht weit darüber hinaus, dass es einen grünen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg gibt. Ich meine, Beispiele dafür sind ja auch, dass ständig Konservative zurücktreten. Ich erinnere an Köhler, unseren ehemaligen Bundespräsidenten, an den Bundesbankpräsidenten Weber, an den Chefökonomen der Bundesbank Stark. Immer ist es das Gleiche, sie treten zurück, weil sie eigentlich an so einer Art Realitätsverlust leiden, in der Form, dass die Realität sich ständig anders entwickelt, als sie es erwartet haben. Man könnte also sagen, Fukushima ist ein Sieg der Grünen. Gleichzeitig ist aber dieser Sieg mit ganz großen Problemen behaftet, denn er bedeutet für die Grünen, dass sie sich umorientieren müssen. Nicht? Dagegen sind 30 Jahre Parteigeschichte zu Ende gegangen, und zwar in dem Sinne, dass die Grünen endgültig keine Bewegungspartei mehr sind. Nicht? Es gab immer diese selbstverständliche Allianz zwischen der Partei und den Demonstranten. Das ist vorbei. Es wird wieder Bewegung geben, aber sie werden sich eben nicht mehr unbedingt Grünen als Heimat wählen. Dafür gibt es zwei aktuelle Beispiele. Das eine sind die Piraten. Die wurden eine eigene Partei, noch bevor sie überhaupt eine Bewegung waren. Das ist neu. Sie wurden auch eine Partei, noch bevor sie ein Programm hatten. Auch das ist neu. Und ich finde auch, dass man die Piraten nicht schonen darf und nicht schonen soll. Das geht nicht. Dass sich deine Partei hinstellt und sagt, wir haben auch keine Ahnung von Wirtschaft. Die zweite Bewegung, die wurde eben angesprochen, ist Occupy Wall Street. Aber da ist es eben auch so, dass die Grünen nicht die einzigen sind, die an diese Bewegung andocken wollen, sondern das wollen auch die Gewerkschaften, die Linken, die SPD. Das heißt, Fukushima bedeutet, dass die Grünen endgültig zu den etablierten Parteien gehören. So, damit stellt sich die Frage nach dem Profil. Es ist ja ganz klar, die Umweltpolitik wird der Markenkern bleiben. Das hat nicht nur mit der Geschichte der Partei zu tun, das steht ja auch im Namen selbst, dem Namen der Grünen. Wenn das so ist, und ich glaube, das sollten die Grünen sich ganz klar machen, dass die Umweltpolitik der Markenkern ist,
dann war es absolut richtig aus meiner Sicht, obwohl viele Kommentatoren das anders gesehen haben, dass die Berliner Grünen bei der A100 nicht nachgegeben haben. Denn SPD-Bürgermeister Wowereit betreibt eine Stadtentwicklung, als hätte er noch nie von Klimawandel und Peak Oil gehört. Und das können die Grünen nicht mitmachen. Das Problem ist natürlich an der A100 und auch an Stuttgart 21. Es handelt sich um Lokalpolitik. Das sind wichtige, man könnte sagen, Leuchtturmprojekte, aber sie sind lokal. Frage ist also, was ist eigentlich das bundespolitische Umweltprojekt der Grünen? Denn, das ist ja das Problem oder hart formuliert, für bequemen Umweltschutz sind inzwischen alle Parteien. Auch die Union findet erneuerbare Energien jetzt ganz toll. Genau dafür steht ja der Atomausstieg nach Fukushima. Was daran so bedenklich ist, ist, dass hinter diesem neuen Trend für die erneuerbaren Energien das Versprechen steht, jeder kann so viel Energie verbrauchen, wie er will, niemand muss sparen, das ist alles umweltschonend zu haben. Das ist übrigens ein Fehler, den ich auch bei den Grünen wahrnehme. Bei den Grünen wird niemals thematisiert, dass es auch bei Windkraftanlagen und Solarzellen einen Flächenverbrauch gibt und vor allen Dingen auch einen Ressourcenverbrauch. Überhaupt haben natürlich die Grünen ein gewisses Glaubwürdigkeitsproblem, weil ihre Wähler am meisten Strom und Energie verbrauchen. Das ist kein Wunder, das ist die beste ausgebildete Kohorte in Deutschland, nicht? Das sind Wähler mit einem sehr hohen Einkommen, also wird täglich geduscht. Ja, lachen Sie mal, genau. Aber damit fängt es an. Es wird täglich geduscht, es wird in den Urlaub geflogen, nicht? Auch Grüne fliegen nach Neuseeland. Es wird großzügig gewohnt und es wird ein geräumiges Familienauto gefahren, das dann als kleines Placebo vielleicht einen Hybridantrieb hat. Schon das Verhalten, das ist ja auch in Studien ermittelt, das ist ja jetzt nichts, was ich einfach erfinde, schon das Verhalten der grünen Wähler zeigt, qualitatives Wachstum gibt es nicht. Das könnte man als die größte Lüge, Lebenslüge der Grünen bezeichnen. Das heißt, langfristig werden die Grünen erklären müssen, dass Verzicht nötig ist. Ne? Also man wird, wenn man glaubwürdig sein will, man wird nicht an schmerzhaften Ökosteuern vorbeikommen, die wirkliche Lenkungsfunktion haben. Ich meine, ich war auf dem Parteitag in Magdeburg, als damals die 5 Mark für 1 Liter Benzin beschlossen wurden. Und ich weiß, welchen desaströsen Effekt das für die Grünen hatte. Trotzdem wird man an dem Thema Ökosteuern nicht vorbeikommen. Und man muss das natürlich so machen, dass es gekoppelt wird an gesellschaftliche Aufgaben, die Akzeptanz besitzen. Das sind aus meiner Sicht vor allen Dingen Pflege und Bildung. Aber ich gebe zu, das Thema Verzicht, um die Umwelt zu retten, ist momentan eine Lose-Lose-Situation. Nicht? Also erstens ist Verzicht nicht beliebt, obwohl den meisten Menschen intuitiv klar ist, dass die Wirtschaft in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen kann. Vor allen Dingen aber, das ist der zweite Teil dieser Lose-Lose-Situation, Umweltschutz ist im Augenblick gar nicht das beherrschende Thema, sondern das ist die Euro-Krise und die Finanzkrise. Ich will jetzt hier nicht in die Details gehen, aber einige Beobachtungen mitteilen. Das Erste, was natürlich an der Euro-Krise wahrscheinlich wirklich komplett neu ist, ist die totale Überforderung der Bevölkerung. Nicht? Die meisten Leute fragen sich wirklich, was überhaupt passiert und können das nicht einordnen. Wir verstehen es auch nicht. Das Zweite ist natürlich, was einem klar sein muss, wir erleben hier gerade Weltgeschichte. Egal, ob der Euro überlebt oder nicht. In jedem Fall wird die Entwicklung dieser Währungsunion das 21. Jahrhundert auch bestimmen, wie es weitergeht. An dieser Stelle würde ich gerne mal ein ganz großes Lob an die Grünen loswerden, obwohl sie das jetzt wahrscheinlich gar nicht erwartet haben. Das war nicht bestellt, genau. Aber ich finde, dass die Grünen sich bisher mustergültig verhalten haben. Das ist ja eigentlich etwas, was man nicht erwarten muss oder kann, dass eine Opposition sagt, okay, wir stimmen mit der Regierung. Und das
Nicht nur, dass man die Regierung unterstützt, was ja für eine Opposition schon selten ist, sondern dass man das macht bei einem Projekt, wo eigentlich klar ist, dass ungefähr die Hälfte der Bevölkerung sich fragt, ob dieser Rettungsschirm jetzt wirklich sein muss. Das heißt, man stellt sich gegen einen großen Teil der Bevölkerung, um eine Regierung zu stützen, die man selbst eigentlich oft falsch findet. Das ist ein unglaublich wichtiges Signal gewesen. Also Sie merken, ich bin der Meinung, dass man den Euro retten muss. Und das wird langfristig auch den Grünen, hoffe ich, und ich bin da eigentlich sicher, nutzen, dass sie in dieser Situation tatsächlich sozusagen die Einsicht über irgendwelche billigen Wahlkampfstrategien gesetzt haben, also anders als die FDP. Und ja, das wird sich auszahlen. Die Eurokrise und die Finanzkrise steht auch für, ich würde sagen, eine neue Phase des Kapitalismus. Also der Kapitalismus ist nicht an seinem Ende, aber er tritt in ein neues Stadium ein. Denn was wir jetzt erleben, ist ja, dass das Kapital der Kapitalisten vernichtet wird. Nicht? Also im Augenblick ist es so, dass es in keiner einzigen Anlageklasse Renditen gibt, die oberhalb der Inflation liegen. Sondern ganz im Gegenteil, wo immer man anlegt, man kriegt noch nicht mal den Wertverlust durch die Inflation raus. Das war natürlich sozusagen in der Geschichte des Kapitalismus nicht vorgesehen, dass sich das Kapital von selbst vernichtet. Und das führt natürlich zu so bizarren Entwicklungen, wie dass jetzt ausgerechnet der US-Milliardär Warren Buffett dafür ist, dass er höhere Steuern zahlt. Ich meine, auf diesen Gedanken hätte er auch schon vor 5 Jahren kommen können, denn an der eigentlichen Situation hat sich ja nichts geändert. Auch schon vor 5 Jahren hat er nur die Hälfte der Steuern seiner Angestellten gezahlt. Dass ihm jetzt auffällt, dass das ein Problem ist, liegt natürlich daran, dass er klarer sieht als manchmal beispielsweise Josef Ackermann, dass es eigentlich nur noch eine Alternative gibt. Entweder, das kann ich jetzt nicht ausführen, ich habe ja nur 15 Minuten, aber entweder man zahlt Steuern als Milliardär und hat damit einen kontrollierten Vermögensverlust, oder aber man hat einen Crash, was ein unkontrollierter Vermögensverlust ist. Man könnte auch sagen, was die Kapitalisten verstehen, ist, dass Kapitalismus ohne starker Staat gar nicht funktioniert. So, was die Eurokrise auch bedeutet, ist, dass es immer noch möglich ist, vielleicht nicht wahrscheinlich, aber möglich, dass die schwarz-gelbe Regierung noch vor 2013 ihr Ende sieht. So, was bedeutet das für die Grünen? Da möchte ich nur noch 2 Aspekte nennen. Das eine ist, okay, wenn man sich überlegt, die nächste Bundestagswahl findet möglicherweise schon vor 2013 statt. Vor allen Dingen aber muss man bei dieser Bundestagswahl, auch wenn sie erst 2013 stattfinden sollte, sich eins ganz klar machen. Es wird die erste Wahl seit 1983 sein, bei der es um eine ökonomische Weichenstellung geht. Bisher wurde alles Mögliche abgestimmt, aber nicht die harte Ökonomie. Diesmal wird es platt um die Frage gehen, Euro ja oder nein. So, Krisenzeiten sind natürlich nie gute Zeiten für die Grünen, weil ja die Wähler dann zu Konsens tendieren. Nicht? Das heißt, sie tendieren automatisch zu den Volksparteien und träumen sich eine große Koalition. Das ist das eine Problem für die Grünen. Das zweite Problem ist die des Profils. Es gibt, wie gesagt, der Markenkern, daran wird man auch nichts ändern können, ist ja die Umweltpolitik. In der Grünen Partei gibt es sehr gute Finanzpolitiker, wahrscheinlich die besten, die Deutschland hat, also Gerhard Schick, Sven Giegold, auch Trittin ist gut. Aber das Problem ist, und ich finde, damit müssen sich die Grünen ganz schnell, ganz dringend beschäftigen, 3, 4 gute Finanzpolitiker reichen nicht, um die Glaubwürdigkeit einer Partei zu fundieren, sondern das muss in der Basis ankommen. Das heißt, man muss auch das Gefühl haben, die Wähler müssen das Gefühl haben, auch in der Basis gibt es ganz viele Leute, die verstehen, worum es geht. Und da müssen die Grünen aufpassen, dass sie dieses Thema Finanzkrise, Eurokrise wichtig genug nehmen. Ich will jetzt nicht auf vergangene Parteitage eingehen, wo dann Anträge zur Eurokrise gar nicht mehr debattiert wurden.
Aber das sind natürlich, das kann ich verstehen, dass es damals passiert ist. Es ging ja um den Atomausstieg, aber solche Sachen dürfen eben nicht nochmal passieren. Nicht? Es muss klar sein, dass die Finanzkrise und die Eurokrise breiten Raum auf Parteitagen einnimmt und dass eben auch die Basis weiß, worüber sie redet. So, das Zweite ist natürlich, dass die Finanzkrise letztlich ein massiver Verteilungskonflikt ist. Also die Frage ist, wer trägt die Kosten? Und dabei handelt es sich oder kann es sich, je nachdem wie das ausgeht, um Hunderte von Milliarden handeln. Das heißt, eine Vermögensabgabe, wie sie jetzt von den Grünen diskutiert wird, wird nicht reichen. Und auch eine Finanztransaktionssteuer wird nicht reichen. Sondern man wird sich dem ganz unangenehmen Thema widmen müssen. US-Milliardär Buffett macht es vor, dass man wirklich die Reichen bei ihrem Einkommen konkret besteuern muss. Das heißt, es wird um solche Themen gehen wie Erbschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Spitzensteuersatz. Da gibt es natürlich das Problem, dass die Grünen ein extremes Glaubwürdigkeitsproblem haben, denn die rot-grünen Steuerreformen haben eben 50 bis 60 Milliarden Euro im Jahr gekostet. Das heißt, das kosten sie immer noch, je nach Schätzung. Sowas darf den Grünen auf gar keinen Fall nochmal passieren. Was eine Herausforderung ist und nicht selbstverständlich, weil die Grünen ja die Partei sind mit der größten personellen Kontinuität. So, 15 Minuten sind um, letzter Satz. Was mich optimistisch stimmt, sind ja genau Veranstaltungen wie diese, nicht? Die jetzt zwei Dinge zeigen. Es gibt grüne Kompetenz und es gibt grüne Selbstkritik. Vielen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank an unsere Referentin für den ersten, wie ich finde, sehr inspirierenden Input. Mich hat das mit dieser Kontinuität bei dem Personal doch zu denken gegeben. Ist es wirklich so, dass wir da, ist das empirisch belegbar? Also gefühlt ist es jedenfalls bei uns nicht so. Sagen darf? Ja. Ich glaube, dass es sehr ungewöhnlich ist, dass eine, und ich kann mich nicht an einen ähnlichen Fall erinnern, vielleicht läuft es jetzt auch bei der SPD darauf hinaus, aber die empfinden das ja tatsächlich als Krise, als Problem, nicht als Stärke, dass man in der Regierung, in der Opposition und dann wahrscheinlich wieder in der Regierung immer die gleichen Führungskräfte hat. Das ist sehr ungewöhnlich. Ja, also nochmal herzlichen Dank, sehr inspirierend auch für den heutigen Tag.